Guten Morgen miteinander. Ich bin nicht das erste Mal da, aber es ist doch schon länger her, seit ich das letzte Mal da war. Und darum habe ich gedacht, ich würde mich gleich kurz vorstellen, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Ich bin Matthias Samstutz. Ich bin verheiratet. Wir haben 4 Kinder, zwischen 7 und 2,5. Eigentlich wäre jetzt heute Morgen auch da, aber gestern haben wir noch Krankheitsfall gehabt und darum ist jetzt die Frau mit den 4 Kindern daheim. Wir wohnen in der Nähe von Gossau, also es gehört zu Gossau, ein bisschen aussen dran, also gar nicht weit von da. Vor, ja schon bald, ich weiß auch nicht wie viele Jahre, lange ist her, habe ich mit dem Raffi zusammen die SCH Basel gemacht, also ein Jahr Unanaim und dort Theologie studiert. Nachher dann ein paar Jahre in einer Gemeinde geschafft als Jugendpastor und jetzt sind es auch schon 8 Jahre, wo ich beim BESI arbeite, Bund Evangelischer Schweizer Jungscharen, im Büro in Uster. Der BESI bietet ja vor allem Kurs an für Leiter, Jungschi-Leiter, Teenie-Leiter, einfach Leiter in der Kinder- und Jugendarbeit. Und mein Bereich ist dort Jugend und Sport, also ich gebe I&S-Kurs, schwerpunktmäßig die für die Lagerleiter, die I&S-Lagerleiter. In unserem Kurs geht es nicht nur darum, dass wir den Leuten Wissen vermittelt, wie man ein Team führt oder wie man Jungschi macht, wie man TC macht, sondern vor allem auch darum, wir wollen sie herausfordern in ihrem persönlichen Glaubensleben. Und darum ist uns in diesen Kursen auch wichtig, die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Wir haben dort immer stille Zeiten, Andachten. Und heute Morgen habe ich einen Text ausgewählt für die Predigt, die wir auch in einem dieser Kursen anschauen, im Lagerleitermodul, wo wir uns noch einen grösseren Text anschauen, aber eigentlich einen Ausschnitt daraus habe ich für heute Morgen ausgewählt. Das Thema von diesem Text ist, wie gesagt, gute Werke. Und mein Eindruck ist, dass wir als Christen da oft ein verkrampftes Verhältnis haben zu diesen guten Werken, ein angespanntes Verhältnis. Die einen, die wollen sich mit guten Werken den Himmel verdienen. Die haben das Gefühl, sie können Gott durch gute Werke gnädig stimmen. Sie können ihn beeindrucken, wenn sie eine gute Tat tun. Andere haben ständig ein schlechtes Gewissen, weil sie genau wissen, es langt nie. Sie könnten noch viel mehr Gutes tun und sie machen einfach viel zu wenig. Und das sitzt man so im Nacken, der Druck drückt sie ab. Und sie leiden darunter, dass sie kein besserer Mensch sind, dass sie nicht mehr Gutes tun. Wieder andere, die tun gut, damit sie Anerkennung bekommen. Sie suchen Bestätigung. Wow, ja, schau mal, der macht so viel Gutes. Das ist ein toller Typ. Und dann gibt es vielleicht noch die sagen, Gott kann schon noch froh sein, hat er mich als seinen Mitarbeiter. So viel Gutes, wie ich tue. Ja, stell dir vor, er hat mich nicht. Was würde er auch da machen? Und dann gibt es vielleicht noch die sagen, gute Werke haben wir doch mit der Reformation begraben. Brauchen wir nicht mehr. Das Thema ist abgehakt. Ein für alle Mal. Gnade ist alles. Allein Gnade, allein Glauben, nur Christus. Die guten Werke, die braucht es nicht, die sind für nichts. Darum ist es auch ganz egal, wie wir unser Leben gestalten, weil Gott ist ja sowieso ein gnädiger Gott, wo da der Stecker sowieso wieder zusammensteckt. Egal, was wir tun. Ja, vielleicht hast du dich gefunden in einem von diesen Typen, die ich da beschrieben habe, vielleicht auch nicht. Es ist nicht abschliessend gedacht. Einfach ein paar Beispiele, wie wir vielleicht über gute Werke denken, was unsere Einstellung dazu da ist. Ich möchte euch einladen, ganz unabhängig davon, was für eine Einstellung ihr zu guten Werken bis jetzt gehabt, darüber nachzudenken, heute Morgen, euch auf das Thema einzulassen. Und den Text, den wir miteinander anschauen. Es geht um den Satz heute Morgen. Und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle,
die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Ich will, dass du mit Ernst lehren tust, dass du das mit Ernst lehren tust, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf aus sind, gute Werke zu tun. Schauen wir den Vers mal ein bisschen neuer an. Ich will. Irgendjemand redet und sagt, ich will. Und zwar will er von jemand anderem etwas. Ich will, dass du. Die Frage ist natürlich, wer ist der ich? Wer ist der du? Weiss es jemand? Paulus, der Ich, genau, und der Du könnte Timotheus sein, ist jetzt in dem Fall aber der Titus. Der Paulus schreibt das an Titus. Der Vers steht im dritten Kapitel vom Titusbrief. Der Paulus will, dass der Titus etwas ganz bestimmt lehrt, etwas Bestimmtes lehrt, nämlich dies. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass man nicht wissen, was das dies ist. Aber wenn wir ein bisschen zurückschauen, ein paar Verse oben dran, steht natürlich genau das, was der Paulus möchte, dass der Titus lehrt. Ich lese aus dem Titusbrief, Kapitel 3, ab Vers 3. Wer eine Bibel da hat oder ein Smartphone oder wie auch immer, darf gerne mitlesen. Titus 3, Vers 3 und folgende. Vergessen wir nicht, auch wir wussten es früher nicht besser. Wir waren Gott ungehorsam, kannten den richtigen Weg nicht und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten alle und alle hassten uns. Aber dann wurde die Liebe und Güte Gottes, unseres Befreiers, sichtbar. Er rettete uns, nicht weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten. Nein, seine Barmherzigkeit hat uns durch eine neue Geburt und die Taufe zu neuen Menschen gemacht. Das wirkte der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter Jesus Christus in reichem Maß geschenkt hat. So sind wir allein durch seine unverdiente Güte von aller Schuld befreit und warten voller Hoffnung auf das ewige Leben, das wir als seine Kinder erben werden. Ich finde den Abschnitt faszinierend und es ist für mich so, wie wenn der Paulus ein gewaltiges Feuerwerk zündet, das Feuerwerk von dem, was das Evangelium ausmacht. In ein paar wenigen Sätzen bringt er die zentralen biblischen Wahrheiten auf den Punkt, der Mensch ist verloren. Es steht schlimm um ihn, die Verbindung ist gekappt zu Gott. Aber da ist ein Gott, der das Anliegen hat, die Verbindung wiederherzustellen. Ein Gott, der gütig ist, der ein liebender Gott ist, der uns rettet. Nicht, weil wir das irgendwie verdient hätten mit guten Werken, sondern einzig und allein, weil er ein barmherziger Gott ist. Ein gnädiger Gott, ein liebender Gott. Er rettet mich aus meiner Verlorenheit, aus meiner ausweglosen Situation und macht mich zu einem neuen Mensch. Durch Gottes Gnade sind wir gerecht. Gerecht heisst, er schaut uns als unschuldig an, frei von Schuld. Und wir haben Anrecht auf ein göttliches Erb, nämlich das ewige Leben. Wir dürfen teilhaben am ewigen Leben. Gewaltig, was da in diesen paar Versen drinsteckt,
wo wir dafür in Anspruch nehmen für unser Leben, wo uns zum Staunen bringt. Und wenn man den Paulus nachher weiterliest, dann scheint es fast so, wie wenn er selber gar nicht recht könnte glauben, was er jetzt gerade geschrieben hat. Das ist so gewaltig, so unvorstellbar. Und da fügt er noch so den Satz an, den ich euch vorher unterschlagen habe, und sagt, darauf können wir vertrauen. Oder Luther übersetzt, das ist gewisslich wahr. Was ich jetzt gesagt habe, so ganz schnell aufgeschrieben habe, muss ich vielleicht so ringlist, aber wo ganz tiefe Wahrheiten drinstecken, das ist wahr. Auch wenn es unwahrscheinlich tönt, auch wenn man es fast nicht glauben kann, es ist wahr. Es ist so. Es kommt nicht auf deine Taten drauf an, zum gerettet werden. Du kannst dir den Himmel nicht verdienen. Aber du musst ihn dir auch nicht verdienen. Die guten Taten bringen dich nicht in den Himmel. So wie ich sehe, hat es heute Morgen für alle einen Stuhl gehabt zum Sitzen. Ich weiß nicht, ob jemand da ist, der den Stuhl selber gezahlt hat. Vielleicht ist jemand da, der den Stuhl selber hergestellt hat. Aber das alles ist gar nicht relevant. Es ist unwichtig. Es hat für jeden einen Stuhl gehabt, zum Herrensitzen. Und so ähnlich ist es bei Gott. Es kommt nicht darauf an, auf deine Taten. Ob du etwas da hast oder ob du etwas anderes nicht da hast, das ist egal. Es ist egal, ob du ein braver Schüler bist, ein Musterschüler, ob du ehrlich bist am Arbeitsplatz oder nicht. Das alles hilft dir nicht, in den Himmel zu kommen. Es ist Gott allein, der dich rettet, der dich gerecht macht. Es ist seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Das ist gewisslich wahr. So und nicht anders ist es, sagt der Paulus. Und das ist das, was der Titus mit Ernst lehren soll. Du kannst nur gerettet werden, weil Gott ein gnädiger Gott ist. Nicht aufgrund von deinen Werken, von deinen guten Taten. Und Paulus ist ganz wichtig, dass der Titus das lehrt, damit die Leute, die der Titus lehrt, das kapieren, dass sie das checken, dass ihnen das reingeht. Hey, du bist gerettet aufgrund von Gottes Gnade und nicht wegen deinen Werken. Du kannst dir nichts auf deine Errettung einbilden. Warum ist Paulus das so wichtig? Warum will er, dass wir das begreifen? Ich glaube, es liegt daran, dass es da eben oft Missverständnisse gibt. Ich habe es am Anfang schon ein bisschen erwähnt. Die unterschiedlichen Vorstellungen oder Einstellungen zum Thema guten Werk. Da gibt es die Gott beeindrucken wollen mit guten Werk. Und da muss man mal sagen, das ist so eine absurde Idee, den perfekten, den vollkommenen Gott mit irgendetwas zu beeindrucken. Keine Chance. Gott ist nie verblüfft über etwas, was wir tun. Im Sinn von, das ist jetzt auch noch interessant oder eindrücklich, was die Person geschafft hat. Gott ist doch nicht auf uns angewiesen. Und dann gibt es ja die eben sagen, ja, gute Werke sind für gar nichts, brauchen wir nicht mehr. Gott ist ein gnädiger Gott. Und der Text zeigt uns, beide liegen falsch. Die guten Werke sind zwar nicht wichtig, wenn es darum geht, gerettet zu werden, aber wegen dem sind sie nicht unnütz. Wegen dem sind sie nicht sinnlos. Sie haben auch für den Paulus einen höheren Stellenwert. Er möchte, dass alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf aus sind, sich mit guten Werken führen zu tun. Wir sollen es danach streben, gute Werke zu tun. Hervorzutun heisst, wir sollen auffallen mit guten Werken. Wir sollen uns abheben vom Durchschnitt. Und das ist der gleiche Paulus, der das schreibt, der vorher gesagt hat, du wirst allein aus Gnade gerettet, nicht aufgrund von guten Werken. Und gleich ist es ihm wichtig, dass wir als Christen gute Werke tun. Dass wir uns führen durch gute Werke.
Andere übersetzen, dass sie eifrig gute Werke tun. Wir sollen eifrig sein im Werk tun, im Gutes tun. Was eifrig bedeutet, das kann man gut sehen, wenn man kleinere Kinder beobachtet, zum Beispiel im Sandkasten. Die lassen sich durch nichts ablenken. Die sind dort mit ihrem Backer beschäftigt oder mit ihrem Kuchenförmchen, was auch immer. Machen das immer wieder das Gleiche, rein, raus, ausleeren und wieder umbiegeln. Da kann es auch mal rufen, es gibt es Mittag, da wird weiter geschafft, weiter knustet. Die sind so darauf fokussiert, auf ihr Spiel, das bringt sie nichts davon weg. Alle Konzentration ist dem Spiel gewidmet. Und so sollen wir uns auf die guten Werke ausrichten. Durch nichts davon abbringen lassen. Eifrig sein, gute Werke zu tun. Aber wenn wir den Vers genau anschauen, dann merken wir, dass der Paulus nicht sagt, wir sollen eifrige Werke tun, sondern wir sollen darauf bedacht sein. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Das Ziel ist nicht, dass wir einfach gute Werke tun, so im Sinn von, ja, jeden Tag eine gute Tat. Und ich mache das am besten gerade am Morgen früh nach dem Aufstehen, weil dann kann ich das Häkchen machen auf der Checkliste, gute Tat, Montag ist erledigt und dann kann ich den Rest vom Tag geniessen und muss nicht mehr daran denken, ich kann sonst so meinen Tag verleben. Nein, das will der Paulus nicht, sondern wir sollen daran denken, darauf Acht haben. Das soll unsere Einstellung sein. Wo kann ich in meinem Alltag gute Werke tun? Er möchte eben gerade, dass wir den ganzen Tag daran denken. Dass wir uns fragen, wo gibt es Situationen, wo gibt es Gelegenheiten, wo ich kann Gutes tun. Natürlich ist es nicht falsch, am Morgen sich das vorzunehmen und zu sagen, heute mache ich eine gute Tat. Nichts gegen das. Aber es ist zu wenig, wenn wir uns mit dem absichern und dann einfach sagen, ja gut, jetzt ist es erledigt. Nein, wir sollen den ganzen Tag parat sein, gute Werke zu tun. Auch dann, wenn es uns vielleicht gerade nicht in den Tagesplan oder ins Konzept passt. Wenn der Zug wartet, und wir keine Zeit haben, um da jetzt noch schnell anhalten und dieser Person helfen beim Billettautomat. Oder meinen wir keine Zeit, wie auch immer. Auch in unpassenden Momenten, spontan, im Alltag, ungeplant, auch bereit sein, gute Werke zu tun. Wir haben gesehen, gute Werke, die bringen uns nicht in den Himmel. Wir haben aber auch gesehen, dass es trotzdem wichtig ist, gute Werke zu tun. Jetzt ist natürlich noch die Frage, ja, was könnte denn so gute Werke sein? Vermutlich wissen wir da alle genug Bescheid drüber. Wenn wir ehrlich sind, haben wir genug Ideen, was man gut könnte tun. Ich glaube, die Herausforderung im Alltag liegt viel mehr dort, dass wir uns nicht die Zeit nehmen. Dass wir denken, nein, jetzt ist es gar nicht passend, ich mache es dann später, was auch immer. Irgendwie finden wir, oder ich zumindest, kann ich nur für mich reden, immer wieder eine Begründung, warum es jetzt gerade nicht passend ist. Warum ich jetzt gerade nicht helfen kann. Aber der Vers oder der Titusbrief generell hat mich sensibilisiert darauf, die Gelegenheiten im Alltag wahrzunehmen und versuchen, die zu nutzen und in diesen Gelegenheiten gut zu tun. Und vielleicht hilft es euch und mir, mit ein paar Bildern zu überlegen, wo oder mit was können wir denn gut tun. Das sind ganz einfache Zeichnungen, die uns daran erinnern oder inspirieren können. Erkennt es jemand? Sollte es Maul sein? Oder Lippen zumindest? Gott hat uns ein Maul geschenkt. Und das ist eine Möglichkeit, mit dem Maul Gutes zu tun. Jemanden ermutigen, jemandem Gutes zureden, einen Ratschlag geben. Man kann mit dem Maul auch sehr viel anderes machen, das schreibt Jakobus ausführlich, ich gehe nicht weiter darauf ein. Aber nutzen wir doch das Maul in unserem Alltag, zum Gutes zu tun. Ihr ahnt es, es geht weiter mit Organen vom Körper.
Ein Ohr, auch eine Möglichkeit, zum Gutes zu tun, zuhören. Vielleicht braucht jemand dein offene Ohr. Der Fuß. Für was könnte der Fuß stehen? Ein Stück Weg mit jemandem gehen, jemanden begleiten. Vielleicht auch ganz praktisch, Hilfestellung. Ein Gang zu den Behörden, das ist doch das klassische Beispiel, oder, wo viele überfordert sind. Oder ein Arztbesuch, was auch immer. Ein Stück Weg mit jemandem gehen. Und noch das Letzte. Hände in Herzform symbolisieren helfende Hände. Jemandem ganz praktisch helfen, anpacken, unterstützen, dort, wo jemand Hilfe braucht. Das ein paar Anregungen, Inspirationen für den Alltag. Wo können wir gute Werke tun? Wo können wir die Organe einsetzen oder die Körperteile einsetzen, so dass wir uns abheben vom Durchschnitt, dass wir uns führen tun mit gutem Werk. Man kann sich die Ohren zuheben, man kann das Maul zutun, man kann die Hände in den Hosensack stecken oder man kann sogar mit all dem außer dem Ohr vielleicht auch Schaden anrichten. Man kann die Hände auch brauchen zum Krabbeln oder eins zu fusten. Schauen wir doch, dass wir gut tun mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Nehmen wir uns kurz Zeit, überlegen wir uns, wo gibt es in unserem Alltag Situationen, wo wir gut tun könnten, die wir vielleicht bis jetzt verpasst haben, aber wo vielleicht regelmässig wieder auf uns zukommen, im Alltag, nächste Woche, wo vielleicht auch das erste Mal auf uns zukommen, wo gibt es für dich Gelegenheit, gut zu tun? Wer könnte dein Ohr nötig haben in der nächsten Zeit? Oder deine Hand, deine Füße, dein Maul? Die Frage am Anfang der Predigt oder das Thema war ja, für was sind denn gute Werke gut? Wir haben gesehen, sie bringen einen nicht in den Himmel. Warum ist denn Paulus so wichtig? Und da finde ich sehr spannend seine Antwort, die er gibt. Das ist so etwas von einfach, so etwas von pragmatisch. Er sagt, das ist gut und es nützt den Menschen. So einfach. Gute Werke, gut zu tun, ist gut und nützt den Menschen. Es nützt nicht mir, dass ich Punkte habe im Himmel, es nützt nicht mir, dass ich ein Leiter raufkomme Richtung Himmel, sondern ganz schlicht und einfach, gute Werke sind gut und nützlich für den Menschen. Natürlich das erste Mal für den Menschen, der mich gut tut, gleichzeitig kann es auch mir eine Befriedigung geben oder Freude geben, dass ich jemandem Gutes tun konnte, jemandem helfen konnte. Ich glaube, wenn wir das im Hinterkopf haben, wenn uns das prägt, das Bewusstsein, gute Werke sind einfach gut und nützlich, nicht mehr, nicht weniger, dann kann uns die Einstellung von uns zu diesen guten Werken ein bisschen entkrampfen. Dann sind gute Werke nicht mehr eine lästige Pflicht, wo ich als Christ halt einfach so muss leisten, im Gegenzug zu der Gnade. Ich muss mit meinen guten Werken nicht mein schlechtes Gewissen beruhigen. Ich muss mir nicht den Himmel verdienen. Ich muss niemanden damit beeindrucken, schon gar nicht Gott. Sondern ich kann einfach mit guten Werken, mit meinen guten Taten,
anderen Menschen eine Freude machen. Kurz zusammengefasst, gute Taten bringen uns nicht in den Himmel, aber mit guten Taten können wir anderen Menschen ein Stück Himmel auf die Erde bringen. Ich sage es nochmal, gute Taten bringen uns nicht in den Himmel, aber mit guten Taten können wir anderen Menschen ein Stück Himmel auf die Erde bringen. Ich bete noch. Herr, du grosser und mächtiger Gott, ich danke dir, dass wir mit leeren Händen vor dich kommen dürfen. Dass du uns annimmst, weil du ein gnädiger Gott bist. Ein Gott, der nicht etwas fordert von uns, um mit dir zusammen sein zu können, sondern einfach die Hand ausstreckt und wir dürfen unsere Hand zu dir ausstrecken. Danke für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir die Gelegenheiten, die du uns schenkst, im Alltag nutzen können, um anderen Menschen gut zu tun. Wir brauchen deine Hilfe dabei. Wir sind abhängig von dir in allem, was wir tun. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Und nicht, dass wir uns nachher auf die Schulter klopfen und sagen, ja super, haben wir das gemacht, haben wir das gute Werk da, sondern zum anderen Freude machen und einfach auch dir gehorsam zu sein. Ich bitte dich um deine Hilfe und um dein Segen für uns alle. Amen.